Series Spring Season 2014 live aus Köln, aus unseren tollen ESL-Studios. Ich bin's, eure Melli, und neben mir steht der Micha. Genau, League of Legends, das ist heute das Spiel, was wir uns anschauen werden. Habt ihr Bock auf League of Legends? Sauer, also das Publikum ist schon angestimmt und ich meine, die Begegnungen, die auf uns warten, ne, wenn ich immer auf meinen schlauen Zettel gucke, das ist auch definitiv eine Eskalation wert, wenn du mich fragst. Eskalation, ja. Ich glaube, wir werden heute so drei Matches sehen, die sehr, sehr schnell eskalieren können, denn es geht ja um viel. Es geht darum, der deutsche Meister zu werden in League of Legends. Und ich bin gespannt, welches Team es diesmal schafft, hier eben die Krone bzw. den Pokal nachher nach oben schrecken zu dürfen. Ja, der Pokal ist echt schön. Also ich glaube, die Teams werden sich darum reißen. Ich meine, dafür sind wir hier. Die Creme de la Creme der Szene hat sich versammelt und wird es austragen. Und wir werden sehen, wen wir am Ende als das beste Team Deutschlands küren dürfen. Ja. Dazu gibt es nicht mehr zu sagen, Micha, ich weiß. Auf jeden Fall, wir haben natürlich auch einige Challenges für euch zu Hause und für euch hier im Studio vorbereitet. Und ich würde sagen, dazu erzählt euch jetzt der Michael mal ein bisschen was. Und ich begebe mich schon mal an den Stehtisch zu unseren Experten, wenn ich hier nicht gerade schon aus dem... So, ach, endlich, ja. Jetzt habe ich auch endlich mal meine Show. Perfekt. Darf ich mich dazu? Geht, glaube ich, gar nicht, oder? Doch, ich quetsche mich mal irgendwo dazu. Ach ja, das war jetzt nicht so geplant. Wir müssen spontan sein. Ah, so. Hier ist es schön. Ich glaube, ich bleibe hier auch. Moment, kannst du mal vorne rücken? Hallo. Danke. Es ist ja. So, ich hoffe, das stört nicht. Ist ja noch früh am Tag. Ne, die stinken, glaube ich, noch nicht. Geht es euch gut? Ja. Ja, ja, muss ja auch, ne? Ist ja freie Getränke hier, freies Essen gleich, ne? Da freust du dich. Nee, generell League of Legends-Fan? Ja, klar. Ja, muss ja auch, ne? Vielleicht hätte sich auch am Tag vertan. Vielleicht wurde ich zu StarCraft zu gestern oder sowas, hast irgendwie den Tag vercheckt. Nein, das freut mich, das freut mich. Aber was ich immer besonders gut finde bei League of Legends, sind ja auch, dass immer sehr, sehr viele Mädels hier sind, oder? Super, oder? Ja, klar. Ja, ich habe nicht vier gesagt, ich habe viele gesagt. Ach so, da sind doch viele Mädels hier. Freut mich. Na, generell League of Legends wird heute gespielt. Hast du ein Team, wo du sagst, okay, die sollen gewinnen? Bist du ein Fan von dem Team oder geht es ja generell um das Spiel? Generell um das Spiel. Generell um das Spiel. Weißt du überhaupt, wer spielt? Erwischt. Das macht nichts, denn es wird ja auch gleich die Melli erklären. Die steht nämlich ja voll schon bei unseren Experten und quatscht mit denen über das erste große Halbfinale. Ihr sollt aber nachher auch noch was hiervon abbekommen. Nicht nur, dass ihr hier freie Getränke natürlich bekommt, was ich gerne nochmal erwähne, ja, dass wir so spendabel sind. Und ihr habt auch, glaube ich, auch so ein paar Clapsticks bekommen von League of Legends. Ne? Habt ihr die? Kann man ein bisschen Stress machen? Bis jetzt nur vier Stück. Okay, das werden wir noch im Laufe der Zeit ändern, dass ja jeder hier sowas in die Hand gedrückt bekommt. Und ihr habt die Chance, einen Need for Seed-Stuhl mit nach Hause zu nehmen. Ihr wisst nicht, was das ist, ne? Das sind nämlich die genialen Gamer-Stühle, wo auch unsere Jungs hier drauf zocken. Also wer will so einen Stuhl mit nach Hause nehmen heute? Dann soll es auch so geschehen. Wir schauen mal, wie wir das... wie viel bietest du mir? Merkst du selbst, ne? Ist Quatsch. Da hat ja natürlich keiner was von. Na, wie wir den ja unter das Volk bringen, da werden wir uns schon irgendeine tolle Idee ausdenken, dass ihr den mit nach Hause nehmen könnt. Ansonsten für euch zu Hause, klar, ihr habt immer noch die Chance auf einen BenQ 27 Zoll Monitor. Wie das funktioniert, erklären wir gleich nochmal in Ruhe beim Social Media Part, den wir ja auch noch in der Sendung einbuchen werden. Jetzt aber, wie gesagt, gehen wir mal zu der Melli rüber. Die erklärt auch den anderen Leuten hier, die gar nicht wissen, wer hier spielt, wie das erste Halbfinale verläuft. Du brauchst dich dafür nicht schämen. Komm her. Das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Melli, erklär doch mal ganz in Ruhe, wer spielt jetzt eigentlich? Vielen Dank, Michael. Ganz genau. Ich bin hier an unserem Stehtisch mit unseren Experten. Das ist einmal der Patrick Perik Reinholz und Maxim Let's Read Small Books Manko. Marco. Markov. Markov. So, ganz genau. Jungs, erstmal vielen Dank, dass ihr hier seid, unsere Experten. Ja. Ich meine, klar, ihr habt die ganze Season verfolgt. Ihr wart dabei vom ersten Spieltag an bis zu den Finals. Und deswegen erstmal natürlich einen großen Dank an euch, dass ihr uns heute auch nochmal Gesellschaft leistet und die Spiele vertonen werdet, wie sie es verdient haben. Und ja, bevor wir in die erste Begegnung gehen, würde ich einfach sagen, wir sprechen mal kurz so ein bisschen, was da die letzte Season so passiert ist. Ja, also es war schon sehr, sehr turbulent, muss man sagen. Gerade Infacuity hat sich als sehr, sehr starkes Team herauskristallisiert. Also die haben halt 4 von 5 Cups gewonnen. Das ist schon eine ordentliche Hausmarke. Auch hat sich PKD nicht durchsetzen können. Also sie waren ja in der Winterseason der Sieger und haben, was heißt ja enttäuscht, sondern es waren natürlich teaminterne Dinge, die ebenfalls beachtet werden mussten. Ja, auf jeden Fall hat hier der Titelträger keine Möglichkeit, seinen Titel zu verteidigen, wie es aussieht. Und das ist ja immer, ich meine...
einerseits ist es gut, weil die Karten sind neu gemischt. Jedes Team hat die Chance, wirklich, ich meine, hat es sowieso. Wir sind auf LAN, da kann alles passieren. Auch wenn die Spiele online gespielt werden, bevor es jetzt hier wieder Chaos gibt im weiten Internet. Wir haben das Ranking gerade gesehen und wir haben gesehen, N-Faculty dominiert da ganz klar mit 100 Punkten Vorsprung gefühlt auf Platz 1. Also die Jungs haben eine starke Leistung abgelegt, die Season. Sind das auch die Favoriten, die hier ins Turnier einziehen? Ja, ich sag mal, 4 Qualifier für sich zu entscheiden, das ist schon wirklich eine Hausnummer. Also lediglich einen haben sie verloren und dann 4 wirklich in Folge zu gewinnen, ist schon wirklich eine Leistung. Und die 100 Punkte kommen natürlich auch nicht durch ungefähr. Also sie sind hier ganz klar der Favorit. Okay, auf jeden Fall hier das die Top Favoriten auf den Pokal. Ich würde sagen, wir gucken mal die auf die Group Stage Standings und da sehen wir natürlich auch N-Faculty mit 2 Wins durchmarschiert und auf der anderen Seite in der Group A ist Tick, Trick and Duck auch mit 2 Wins. Ich meine, das ist ein sehr erfahrenes Team. Wir haben uns im Vorfeld schon ein bisschen über die ausgetauscht. Ne? Und was kannst du uns zu denen sagen, neben der Challenger-Teilnahme? Gerade Tick, Trick und Duck glänzt da, dass sie schon sehr, sehr viel internationale Erfahrung ganz einfach mitbringen. Also nicht nur in der EPS, was ja immer so ein anderer Fakt ist, wenn man halt noch wirklich gegen LCS-Teams oder sowas gespielt hat. Das ist schon ein anderes Niveau, was einem dann aber insgesamt hilft, muss man sagen. Außerdem hat ja die Group Stage gezeigt, dass man ja die Möglichkeit hat, ein Spiel auch mal zu verlieren, draus zu lernen und dann wieder drauf zu reagieren. Und gerade Pentasport hat sich ja einmal gegen, also musste sich quasi mehrmals gegen N-Faculty behaupten, was ja auch nicht gerade angenehm ist, muss man sagen, aber halt für den Lerneffekt sehr, 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 sehr günstig. Ich meine, auch hier werden die Spiele im Best of 3 ausgespielt. Wenn man einen Fehler macht, hat man die Möglichkeit, das auszugleichen, wiederzukommen. Ich meine, wir haben das die letzten Seasons gesehen, große Comebacks und auch, ich meine, wie gesagt, in der Cup-Phase ist es nicht möglich gewesen, da war es entweder do or die und hier hat man die Möglichkeit, sein Spiel wieder zusammenzureißen, auch das Ruder wieder umzureißen und das ist eine Sache, die wir auf jeden Fall sehen und schon oft erlebt haben. Ja, das ist ja gerade das in den Qualifying, hat man wirklich nur diese eine Chance und wenn man die nicht nutzen kann, dann ist man raus und man muss aber dazu sagen, dass viele Teams halt, die das erste Spiel gewinnen, natürlich auch so die Motivation geschnappt haben, um dann halt auch das zweite Spiel dann für sich zu entscheiden. Also viele Spiele gehen dann wirklich schon 2-0 nach Hause. Also. Alles klar, wir sind ja jetzt kurz davor, in die ersten Semifinals einzusteigen und es wird Tick, Trick and Duck versus Penta Spot sein und ich meine, es ist einerseits ein international erfahrenes Team, Challenger-Erfahrung, vielleicht ein bisschen sogar LCS-Luft schon geschnuppert und wir haben Penta als das Dark Horse dieser Season, die A-Series-Teilnehmer, die sich raufgekämpft haben bis durch die Playoffs zur Finals-Teilnahme und ich meine, wie schätzt ihr die Situation ein? Wird es Penta einfach haben oder wird es TTD einfach haben? Also ich denke, einfach wird es quasi nie. Ja. Das ist so die Grundproblematik, die da dabei ist. Aber wenn man die vorherigen Spiele gesehen hat, hat halt im Penta Sports ganz einfach immer dominiert gegen die Ducks und das ist halt schon ein bisschen ärgerlich. Also gerade auf deren Seite, das heißt, die müssen sich halt darauf einstellen, okay, wie schlagen wir dieses Team nun? Und das wird halt insgesamt nicht einfach. Ganz genau. Und auf jeden Fall, wir sehen hier Penta Sports und die Jungs, ich glaube, die sind hungrig. Die wollen's. Die haben sich aus der A-Series, wie gesagt, hochgeboxt und die denken sich mit Sicherheit, boah, das Ding, wir haben es so weit geschafft und wir werden das Ding nach Hause fahren. Aber im Gegenzug haben wir da Tick, Trick and Duck. Ich meine, das Player Sheet werden wir gleich sehen. Und die Jungs werden das nicht so einfach zulassen. Auch wenn, ich meine, vielleicht haben sie 1-2 Rechnungen, wenn ich hier so auf mein schlaues Papierchen gucke, die zu begleichen sind. Und Definitiv. Wir werden sehen, wie das Ganze ausgehen wird. Und ja, jetzt auf jeden Fall mal hier Tick, Trick and Duck. Ich glaube, die freuen sich schon. Ja, die freuen sich schon auf das Spiel, ja. Ich meine, das war gerade Penta, aber naja. So, hier sehen wir die Spieler und ein starker Zusammenhalt sehen wir schon auf dem Foto. Wie lange spielen die Jungs denn schon zusammen? Ich meine, die Season waren sie ja fest im Line-Up. Ne, das Problem ist, dass halt relativ häufig Teams gewechselt werden, beziehungsweise Spieler. Das ist halt so die Grundproblematik, wenn man ein Team aufbauen will. Damit muss man ganz einfach rechnen. Aber die Synergie ist da schon nicht schlecht. Gerade die Botlane mit Sunny und Bonaparte haben schon teilweise abartige Plays gezeigt. Was natürlich dann auch den Gegner so ein bisschen demotivieren könnte. Aber sie müssen sich trotzdem gefasst machen, dass halt Penta einfach zur Zeit den überlegen war. Und vielleicht können sie sich dann in dem Sinne rächen.
Ich bin auf jeden Fall gespannt. Auf jeden Fall vielen Dank für eure Einschätzung. Bevor ich euch losschicke rüber ins Caster-Office, was ist denn eure Prediction? Ich weiß, ihr Caster dürft nicht parteiisch sein, aber ich meine, auf dem Papier, wir sprachen schon drüber, Penta dominierte immer durch die Season, oh, die Male, die sie aufeinander getroffen sind. Was werden wir sehen? Wird das klar oder wird das vielleicht schwierig für beide Parteien? Ja, also, hast schon richtig gesagt, wir dürfen natürlich nicht parteiisch sein, aber auf dem Papier ist ganz klar, Penta Sports hat 4-mal gegen TickTrick und Duck gespielt und einfach immer gewonnen und auch klare Spiele nach Hause gefahren, einfach schnelle Games, die einfach schon ab der 20. Minute waren, die einfach schon vorbei, kann man schon fast sagen. Und deswegen ist natürlich Penta Sports hier auch der Favorit. Und wobei man sich natürlich freuen kann, wenn der Underdog in dem Sinne gewinnt. Also ich bin da immer der für David quasi Held. Ja, die perfekte Cinderella-Story dann. Vielleicht schreiben wir sie nicht. Wer weiß, auf jeden Fall vielen Dank für eure Einschätzung. Wir werden euch gleich hören. Und bevor es jetzt in die Begegnung geht, wartet der Micha auf euch. Und wie ich auf euch warte, hier auf meiner tollen, netten Couch, da werde ich jetzt auch den ganzen Tag sitzen bleiben. Das ist ganz angenehm für mich eigentlich. Ja, wir werden gleich das erste Halbfinale sehen. Ihr könnt von zu Hause aus mitwirken. Und zwar könnt ihr auf unsere Homepage gehen, eslproseries.de. Das habe ich schon mal gemacht. Ich erkläre euch mal ganz kurz, warum und wieso. Denn ihr könnt Wetten abgeben, eben auf die Matches, die heute stattfinden. Man klickt also hier oben auf, guck mal, da bin ich, ja, LOL Finals. Und da schämt sich jemand ein wenig, na gut. Genau, man sieht halt hier den Turnierbaum zuerst, wer gegen wen spielt. Die Teams nochmal hier, kann man sich anklicken und mal ein bisschen reinschauen. Und hier sieht man, wie gesagt, die aktuellen Matches plus auch die Quoten. Ihr könnt also selber dafür wetten, wenn ihr sagt zum Beispiel, okay, bei dem aktuellen Spiel, ich tippe auf Penta, dann klickt ihr einfach auf Penta. Ich habe hier schon geklickt, deswegen sieht man es nicht mehr. Auf wen sage ich jetzt nicht. Und hier für das zweite Spiel, da könnte ich noch sagen, Infaculty oder Playing Ducks. Eigentlich müssen wir jetzt nochmal Playing Ducks sagen, ne? Das wäre ja... Naja, dann hauen wir das doch einfach mal raus und gucken wir mal. Ja, zack, alles geschafft, wird gleich aktualisiert. Und dann, nein, aber ich will ja jetzt auch gar nicht um die Partei ergreifen, um Gottes Willen. Ihr könnt es aber machen, denn ihr habt dann eine Chance, etwas zu gewinnen. Und zwar In-Ears von SteelSeries, die hauen wir auch noch raus. Ihr müsst einfach nur ein bisschen voten, beziehungsweise abstimmen, wer denn hier das bessere Team ist. Und mit etwas Glück gewinnt ihr dann also In-Ears von SteelSeries. Ihr braucht dafür halt einen Twitter-Account, damit wir das natürlich auch zurückverfolgen können, wer da eigentlich überhaupt irgendwas gewettet hat. Also anmelden, mitmachen. So, das erstmal dazu. Es gibt nachher noch ganz, ganz, ganz viele andere Sachen, die wir euch noch zeigen wollen. Zum Beispiel den EPS Award. Heute werden wir herausfinden, wer war der Rookie of the Season in League of Legends? Wer war der MIP und wer war der MVP der Season? Da könnt ihr auch noch für voten, wenn ihr wollt. Das Ganze einfach auf der Facebook-Seite. Klickt euch ein bisschen rein, ich erkläre es gleich nochmal in Ruhe. Wir wollen aber endlich mal das Spiel sehen, oder? Habt ihr Lust auf das erste Halbfinale? Dann wollen wir euch nicht warten lassen und geben rüber zu unseren Experten, die nämlich jetzt auch schon am PC sitzen und endlich loslegen wollen. Mit dem ersten Halbfinale hier bei League of Legends, der EPS Spring Final 2014. So, wir sind nun zurück in unserer kleinen Caster-Kabine. Das ist sehr, sehr schön. Wir werden natürlich jetzt schauen, wie das ganze Spiel nun ablaufen wird. Wir geben uns natürlich offensichtlich in die Bannphase, das ist klar. Und jetzt hat die Frage, wie nun das Team von den Ducks drauf reagieren. Und wie gesagt, Von den letzten Spielen, muss man einfach sagen, haben sie ständig gegen Penta verloren. Ja, definitiv. Daraus lernt man natürlich aber auch. Da muss man auf jeden Fall daraus lernen, denn man muss ja auch irgendwie schauen, dass man, ja, die Niederlagen sind hart, aber sie haben es trotzdem hier zu den besten 4 Teams geschafft. Und deswegen hoffe ich einfach auch mal, sie haben ihre Strategie so ein bisschen verändert und können da jetzt vielleicht mal einen Sieg nach Hause fahren. Genau, einfach würde es definitiv nicht, aber wir lassen uns natürlich gerne überraschen. Man muss ja dazu sagen, es sind ja auch einige Änderungen ganz einfach gewesen. Und wir werden einfach mal gucken, wie das Ganze funktioniert. Wir sind jetzt nun in der Bannphase gleich angekommen. Aber, wir müssen auch uns ein kleines bisschen gedulden, sehe ich gerade. Ist aber nicht tragisch. Worauf ich hinaus wollte, ist nun die Änderung bezogen auf den Jungle. Wir haben ja in der letzten Saison war es so, dass man sich darauf einstellen musste, wie sich die Supportrolle geändert hat mit den ganzen neuen Items. Diesmal ist das Feral Flare, denke ich, so der Kernpunkt. Ja, Feral Flare, ein super starkes Item, ist einfach extrem, wird einfach extrem oft gebaut momentan. Auch die Jungler variieren ja einfach. Diese tankigen Jungler werden einfach nicht mehr gespielt, kann man schon fast sagen. Denn gerade so jemand wie Nocturne, Master Yi, sehr beliebt geworden durch dieses Feral Flare Item, hat er einfach durch der Attack Speed, dieser Schaden, den er einfach macht, kann auch relativ früh schon mit wenig Items Baron zu zweit machen, schon fast. Genau. Und deswegen sehr, sehr starkes Item, hat die Meta komplett im Jungle geändert. Genau. Und auf diese Meta muss halt im Prinzip auch die Lane Champions in irgendeiner Form reagieren. Das bedeutet, man bringt eventuell die Problematik mit, dass man eine Lane aufbauen muss, die sich im Early behaupten kann, beziehungsweise die auch sehr, sehr gut damit klarkommt, auch mal keine Ganks zu erhalten. Und das ist halt so ein bisschen schwierig, weil sich halt einige Kompositionen ganz einfach drauf verlassen und insgesamt, ja, muss man entsprechend da gut reagieren.
Ja, ich denke mal, die Teams haben sich lange genug damit beschäftigt und können auf jeden Fall, werden auch definitiv hier mit Feral Flare am Start gehen und ja, dieses Item werden wir wahrscheinlich in fast jedem Game sehen, denn es ist einfach das Item jetzt momentan im Jungle, also die anderen Items sind quasi nicht mehr existent, denn dieses Item drängt wirklich alles weg. Da gebe ich dir vollkommen recht. Auch gibt es, denke ich, die eine oder andere Diskussion bezogen auf die Botlane. Gerade da ist ja so die Problematik, dass sich die Supporter so ein kleines bisschen auch geändert haben. Ne? Ist klar, das sind ein bisschen aggressivere dabei sind, aber so einer der nervigen Champions zurzeit halt Karma. Ne? Ja, Karma ist wirklich, gerade Karma Caitlyn, das ist so diese Poke-Kombination, ist wirklich super stark einfach. Also man bekommt einfach permanent Poke ab. Man kann den auch eigentlich gar nicht so gut wie gar nicht ausweichen. Also er geht viel durch Minions durch, gerade Caitlyn mit ihrem Piltover Peacemaker geht da komplett durch die Minions durch und macht immer wieder Schaden, hat gerade Caitlyn generell schon durch ihre hohe Reichweite sehr gute Möglichkeiten, da immer wieder den Gegner zu poken. Und mit Karma, ja, hat man auch sehr, sehr gute Möglichkeiten, also. Zumal ja auch die Problematik da ganz einfach besteht, dass es halt sehr, sehr aggressive Lanes ganz einfach gab, wie zum Beispiel mit Leona oder ähnliches, die dann einfach wirklich massiv ins Gesicht bekommen. No, das ist jetzt einfach mal Tatsache. Müssen natürlich schauen, dass sie darauf reagieren können. Das ist nicht immer einfach, gerade weil man dann gutes Timing abpassen muss. Okay, wann können wir uns den Fight leisten? Weil wenn man den nicht in irgendeiner Form sauber durchbringen könnte, verliert man halt super viel AP, wird zurückgedrängt und dann gibt es halt entsprechend große Farmprobleme und halt der Tower geht auch drauf. Und bezogen auf den Tower muss man auch dazu sagen, dass sich ja gerade die frühere Rotation ebenfalls sich stark verändert hat mit der 4-0 bzw. 4-1-Taktik. Ja, man geht jetzt eher darauf hinaus, im frühen Spiel schon mit 4 Leuten wirklich die Top-Lane einzudrücken. Also man startet da wirklich, man macht einen Lane-Swap normalerweise, startet dann mit 2 Mann Top. Die anderen beiden begeben sich im Jungle, farmen dann noch die einigen ein paar Jungle-Minions ab und dann geht man wirklich zur 4 Top, reißt da den Tower ab und positioniert sich dann wieder zur 4 Richtung Mitte oder Richtung Botlane, wo dann natürlich auch der Dragon sehr, sehr attraktiv wird und ich sehe auch schon, wir befinden uns inzwischen in der Bannphase. Ja, fantastisch. Wir können jetzt gleich beobachten, wie denn nun die entsprechenden Teams darauf reagieren und ich gebe dir vollkommen recht, also die 4-1-4-0-Taktik, da kommt es aber auch sehr, sehr hart darauf an, wie denn die entsprechenden Spieler auch, beziehungsweise die entsprechenden Jungler reagieren. Also wer zieht in Anführungszeichen zuerst den Schwanz ein, zieht sich zurück und das kann halt dann über einen fehlenden Tower oder nicht entscheiden, was dann natürlich auch die Problematik ganz einfach beinhaltet, dass man sehr, sehr viel Gold verliert. Wir sind in der Bannphase angekommen. Wir sehen jetzt, dass die ersten Bands durchgekommen sind. Auf der linken Seite können wir merken, dass Lulu, Evelyn, Ryze nicht mehr dabei sind. Eigentlich verständliche Bands, gerade Evelyn ist nach wie vor sehr, sehr beliebt, obwohl sie halt ohne den Feral Flare arbeitet. Und Ryze ebenfalls ein Toplaner, dem man einfach nicht begegnen will zurzeit. Ja, ist sehr, sehr stark im Late Game, also so unglaublich, unglaublich stark. Und Lulu, ja, das war ja so die Hochzeiten, sag ich jetzt mal, sind jetzt eigentlich schon fast vorbei von Lulu. Also sie wird zwar immer noch oft gespielt, aber sie gerät so langsam so ein bisschen weniger, kriegt so weniger Priorität. Aber immer noch super starker Pick und auch Pentasports hier mit Ziggs, Soraka, Jayce. Wir sehen jetzt öfter mal eine Soraka-Top, die ja auch wirklich unglaublich stark ist. Und Jayce irritiert mich ein wenig, muss ich sagen. Also Jayce hätte ich jetzt nicht erwartet. Das könnte ein Target-Ban sein, weil er natürlich auch eine gute Fähigkeit mitbringt. Gerade der Poke mit normalen Schaden, mit AD, ist ebenfalls sehr, sehr unangenehm, gerade wenn man viel Durchdringung am Start hat. Was jetzt aber natürlich eine große Problematik darstellt, ist, dass sich die Ducks sehr, sehr früh für den Nidalee entscheiden konnten. Sie waren First Pick, haben also ein paar Dinge aus dem Weg geräumt. Sie haben jetzt Nidalee aber nicht vorbereitet. Also es gibt ja trotzdem einige Champions, die Nidalee jetzt zerreißen können, wie zum Beispiel Zed. Die will ich so häufig sehen, aber der eine Option wäre. Ja. Und das ist immer sehr gefährlich. Also sie haben das Late Game auf jeden Fall für sich. Es ist ja die Frage, wie jetzt Penta darauf reagiert. Ja, das ist richtig. Wie gestaltet man jetzt das Early Game? Und Penta hat da schon mit Thresh und Elise ganz gut geantwortet, finde ich. Elise ist ein sehr starker Early Game Jungler. Kann sehr, sehr, viel, sehr, sehr gut ganken. Auch Nidalee hat ja vor Level 6 die Kuga-Form. Braucht sie einfach. Ja. Sie hat nur Flash. Klar, den Heal gibt ihr noch einen kleinen Move and Speed Buff Boost, aber da kann sie wirklich, wenn der Cocoon landet, wenn man dann wirklich auch noch selber einen Midlaner mit einem CC-Spell pickt, dann sieht es sehr, sehr schwierig aus für Phantom Joe. Genau, sie müssen natürlich schauen, dass sie da entsprechend darauf reagieren. Aber Elise wurde ja vor langer Zeit so ein bisschen genervt, also der Schaden ist ein Stück weit geringer. Aber der Cocoon ist halt im Late Game mit 2 Sekunden abartig. Ne? Ja. Also wenn man davon getroffen wird, dann ist es so gut wie vorbei. Zumal man ja auch mit dem Thresh eine gute CC-Chain aufbauen kann. Das heißt, er ist in der Lage, jemanden dann noch zu hooken bzw. etwas folgen zu lassen und auch in gewisser Weise einen Tank und einen Beschützer zu spielen. Je nachdem, wie sich das Spiel quasi entwickelt und wie viele Seelen er auch im Prinzip einsammeln kann. Es wirkt jetzt so, dass die Ducks mit der Irelia drauf reagieren und auch die Karma wird durchkommen. Ja, Karma haben wir ja schon drüber gesprochen. Poke ohne Ende auf der Botlane. Also da hat man wirklich richtig Stress.
Irelia finde ich jetzt auch ein sehr, sehr starker Pick. Dieser Renekton-Pick finde ich auch sehr gut, dass er so ein bisschen wieder weniger wird. Denn man, sind wir mal ehrlich, wir haben jetzt echt sehr oft Renekton gesehen. Und Renekton Top Lane ist immer dasselbe Spiel eigentlich. Wir haben im Early Game sehr starke Präsenz da und machen auch sehr viel Schaden. Aber im Late Game einfach katastrophal, wie der Renekton da droppt. Genau. Im Gegensatz zu einem Jax, Trundle, Shyvana und auch Irelia natürlich. Und deswegen ist das ein sehr, sehr guter Pick. Penta hat jetzt auch Lucian eingeloggt, auch finde ich momentan echt fast der beste, wenn nicht sogar der beste ADC meiner Meinung nach. Sehr, sehr mobil, hat wirklich sehr, sehr viele Einsatzmöglichkeiten, kann gerade mit der Ultimate sehr gut arbeiten, auch aus weiteren hinteren Teilen im Teamfight. Und ja, Penta lockt jetzt hier noch Shyvana ein, auch ja, super stark auf der Toplane. Würde ich dann behaupten, also wir werden wahrscheinlich keinen Feral Flare hier in dem Spiel sehen, zumindest laut der aktuellen Sicht. Aber zu Lucian muss ich dir vollkommen recht geben. Also er ist quasi der Renekton so, von damals, der einfach nur super stabil ist und er bringt halt alles mit. Und er hat sehr, sehr hohen Schaden. Er skaliert ein wenig ins Late Game mit seiner Passiven, die ist sehr nützlich, plus die Mobilität, die er ganz einfach mitbringt. Also sämtliche Slow-Effekte werden halt entfernt. Die vor allem gegen die Irelia nützlich sein können. Sie wird zwar eher wahrscheinlich trotzdem den Stun durchbringen, je nachdem, ob das Ziel quasi weniger Leben hat als sie, also prozentual wohlgemerkt, dann ist das Ganze sehr, sehr bedrohlich. Auch bezogen auf Irelia selbst, muss man sagen, hat sich ein bestimmtes Itembild durchgesetzt. Das bedeutet, man geht mit der Trinity Force und dann baut sich sehr schnell den C4, der natürlich abartige Attack-Speed, abartige Move-Speed gibt. Aber sie ist vergleichsweise weich, muss man sagen. Ja, sehr weich, aber man muss auch dazu sagen, also gerade durch die Passive von Irelia hat man so ein, ist man eigentlich quasi CC-immun, kann man schon fast sagen. Also man bringt sehr viel Move and Speed mit, man kann wirklich durch alles durchlaufen, weil man einfach, ja, die CC ist, sagen wir mal, jetzt ein Binding von der Morgana, 2,5 Sekunden, hält auf Irelia jetzt, sag ich mal, höchstens 1 Sekunde. Ja. Und das ist dann sehr, sehr schwierig. Man möchte natürlich eine Irelia nicht an sich dran haben, aber man kann es nicht so wirklich verhindern, weil man einfach diese CC-Quasi-Immunität oder sehr, sehr hohe Resistenzen gegen Crowd-Control-Effekte mitbringt. Und deswegen ist das sehr, sehr schwierig. Ich sehe gerade, Jelly spielt wohl LeBlanc. LeBlanc auch sehr, sehr stark. Hervorragende Wahl, weil das ist ja quasi jetzt auch ein Champion, der Nidalee komplett auseinandernehmen kann. Nidalee selber skaliert ja wunderbar ins Late Game, weil sie halt sehr, sehr viel AP aufbauen kann und ein Speer halbiert oder drittelt quasi ein AD-Carry. Und das ist sehr, sehr schmerzhaft, weil man dadurch Objekte verliert. Man kann nicht in den nächsten Fight reingehen. Und man muss hier dazu sagen, dass die Kombination versucht man, um Nidalee quasi zu drehen. Das heißt, man bringt sehr viel Disengage mit, man will nicht bekämpft werden. Was sie jetzt aber hier mit einer gesunden Mischung quasi dargelegt haben. Man hat Caitlyn und Karma, die ja nochmal Poke-Damage mitbringen für die Gesamtkomposition. Nicht nur, dass sie sich auf einer Lane wohlfühlen. Wir haben das ja so ein bisschen predicted, dass die Kombination kommen könnte. Und gerade Karma bringt sehr viel Disengage mit. Man kann wegrennen. Und ein Nocturne und ein Irelia stürzen sich auch lieben gerne in den Fight, wenn man einen Vorteil geholt hat. Definitiv. Also das wird im Late Game sehe ich da eher Vorteile, muss ich zugeben, für Tick, Trick und Duck, weil die Poke-Kombination mit Nidalee, Caitlyn, Karma schon sehr, sehr stark ist. Richtig. Also da muss man sich gut drauf einstellen. Und das ist halt... Es klingt immer so einfach, na, die müssen ja nur dodgen, die müssen nur ausweichen. Und so ist es halt nicht. Es gibt halt einfach Passagen in dem Spiel, die sehr, sehr eng sind, gerade die Midlane. Da kann man einigen Sperren ganz einfach nicht entkommen. Auf der anderen Seite versucht natürlich Penta das Spiel relativ schnell zu entscheiden. Sie haben ein paar Late-Game-Charaktere dabei. Gerade Shyvana fühlt sich ganz einfach im Late-Game wohl. Sie ist unglaublich tanky, sehr, sehr aggressiv kann sie gespielt werden. Und für Elise geht das Gleiche. Wobei Elise einfach so ein Mädchen für alles ist. Ne? Sie hat Crowd Control, sie hat auch sehr, sehr hohen Grundschaden an sich, muss aber gut gespielt werden, weil die Mechaniken halt eventuell sehr unangenehm sein können, wenn man diese nicht beherrscht. Definitiv, aber sie kann auch sehr, sehr tanky gespielt werden und das ist halt der Vorteil. So, und nun gehen wir hier in das erste Spiel hinein. Penta Sports gegen Tick, Trick and Duck. So lautet die Begegnung. Man muss hier dazu sagen, dass natürlich Penta mit einem kleinen Vorteil reingeht. Sie waren bisher immer sehr, sehr gut gegen die Ducks und jetzt werden wir sehen, wie sie sich da insgesamt behaupten werden. Ich bin mal gespannt, wie Nidalee in der Mitte gegen die Karma, gegen die LeBlanc klarkommt, die ja abartigen Schaden mitbringt. Ja, das wird sehr, sehr schwierig, denn ja, Nidalee hat ein sehr, sehr schwaches Early Game und LeBlanc ist im Early Game eigentlich schon sehr, sehr stark. Und gerade mit Level 6 würde man eigentlich denken, Nidalee mit der Kuga-Form sehr gut dabei, aber LeBlanc, ja, die ist einfach eine Ultimate, du kannst die so vielseitig benutzen, es ist einfach sehr, sehr stark und deswegen, man muss die Nidalee wirklich ins Game bringen, ansonsten wird es sehr, sehr schwierig für Tick, Trick and Duck. Genau, wir sehen jetzt kurz, dass hier eine kleine Pause eingelegt wurde, das ist gar nicht so tragisch, weil wir dann entsprechend auch auf die Items und so weiter eingehen können. Wie gesagt, der Start bei einigen Champions hier relativ stabil, muss man sagen, also Dorans Ring. Man kennt auch auf LeBlanc, dass man mit der Flask beginnt, wenn man sich etwas unwohler fühlt, aber sie weiß jetzt halt, oder der Jelly weiß, okay, ich bin jetzt derjenige, der auf jeden Fall dominanter sein kann. Das heißt, ich kann mich für den Ring entscheiden, mehr Damage rausdrücken. Interessant finde ich, dass man auf dem Thrash den Dorans Schild sieht.
Ja, Doran Shield sieht man eigentlich fast gar nicht mehr. Es wurde ja ein bisschen genervt, muss man dazu sagen. Und deswegen sehr, 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 sehr kurioses Item schon hier am Anfang. Karma ganz normal Standard. Das AP Gold Item ist wirklich super klasse auf Karma, weil man kann einfach immer wieder poken. Man bekommt immer wieder, wenn man pokt, bekommt man Gold. Und man kann sogar noch mit einer Ward starten. Das bringt einem am Anfang auch nochmal einiges. Man kann einfach frühzeitig den River warden und deswegen ist das schon sehr, sehr nice. Wir müssen natürlich schauen, dass man natürlich auch einen gewissen Blick drauf legt, warum sich Thrash für den Doran Schild entschieden hat. Weil die Problematik liegt ja darin, dass er sich sehr, sehr viel Poke-Damage gefallen lassen muss. Er hätte auch die Möglichkeit, mit dem Rubin-Kristall zum Beispiel zu beginnen und einfach sagen, okay, ich gehe sehr, sehr schnell auf den Sidestone und bringe viel Leben mit. Aber der Doran Schild gibt ja nicht nur Leben und Regeneration, sondern auch die Passive, dass halt Auto-Attacks geblockt werden. Und er muss sich darauf einstellen, dass Caitlyn ihre Range ausnutzt und man muss sich ebenfalls darauf einstellen, dass auch Karma nicht nur mit den Spells glänzen wird. Weil auf dem Mana-Haushalt muss man trotzdem eine gewisse Vorsicht legen. Ich würde mich aber nicht wundern, wenn man die Lane richtig dominiert. Man sieht jetzt auch keine 4-1 bzw. 4-0-Taktik, auch kein Lane-Stop. Die Lanes werden standardmäßig gespielt. Und genau. Invidium und Zayst müssen jetzt aufpassen. Ja, also man sieht hier schon in der Mitte, ja, es beginnt natürlich der ganz normale Farming hier, geht noch nicht großartig was los, aber muss jetzt natürlich, wie du schon gesagt hast, Zayst und Invidium müssen jetzt aufpassen. Bonaparte bekommt da schon ein bisschen was rein, hat sehr gut getradet, Zayst, hat er sehr, sehr gut gemacht, schon im ersten Q von der Karma sehr gut ausgewichen und somit natürlich diese Poke-Kombo so ein bisschen disengaged, kann man sagen. Und aber man sieht schon, da kommt immer wieder der Poke-Schaden und ja, das ist sehr, sehr schwierig auf der Botlane. Müssen wir natürlich schauen, wie das Ganze nun weiter verläuft, weil sie waren jetzt in der Lage, ganz einfach erstmal zu pushen. Und das Q ging jetzt auch teilweise bewusst in die Ranged Minions rein, die auch sehr, sehr viel Schaden ganz einfach davon gefressen haben. Und wer zuerst Level 2 erreicht, das ist halt sehr, sehr unangenehm für den Kontrahenten. Man sieht doch schon, Zani versucht auch mit der Passiven von Caitlyn so zu arbeiten, dass der Bonusschaden möglichst bei dem Champion landet, nicht bei den Minions. Und auch Bonaparte kann halt wieder hier mit dem Mantra-Q, will ich es mal sagen, hier an Individuum abartige Schäden anrichten. Also er muss jetzt schon überlegen, okay, wie lange kann ich auf der Lane bleiben? Hat ja nicht so viele Pots dabei. Ja, Top-Lane sehen wir ja auch, Phantom Joe und Gajuna traden auch schon ordentlich. Phantom Joe ist hier noch ein bisschen vorne, hat auch von den Minions einige mehr. Man muss aber dazu sagen, Gajuna hat hier mit der Cloth Armor gestartet, also fängt hier mit ein bisschen Rüstung und natürlich mehr Pots an. Also er kann sehr lange auf der Lane bleiben, da er einfach diese Pots hat. Aber Phantom Joe hat natürlich auch mit seinem Heaten-Style immer wieder die Möglichkeit, mit Autotex Schaden zu generieren. Und man sieht, Dose gankt hier. Schön gemacht, also sogar den Kugeln. Phantom Joe musste dabei auch flashen, also das war schon ein sehr, sehr guter Akt in dem Sinne. Hat auch einfach das gute Early Game von Elise ausgenutzt. Das war sehr, sehr wichtig, dass man den Cocoon da trifft. Und entscheidend wird es auch sein, dass Gajuna so ein bisschen auch in dem Sinne Luft holen kann. Du hast ja schon richtig erwähnt, viele Pots dabei, gibt guten Sustain. Aber Iria selber hat ja quasi den Standard-Sustain mit ihrem Heaten-Stil. Ja, vor allen Dingen war sie auch schon weg und hat sich ein zweites Sorons Blade geholt, das darf man auch nicht vergessen. Man sieht Botlane ganz klar, Sunny und Bonaparte lassen da nichts aus und poken, was das Zeug hält. Also da geht wirklich der ein Spell nach dem anderen durch. Muss aber sagen, Snow macht sich bis jetzt sehr gut in der Mitte. Also hat er auch vom Farm her gleich auf mit der LeBlanc. Sieht sehr gut aus. Das ist der große Vorteil von Needle ist ja auch, dass sie nicht nur das Poke-Monster schlecht hittet, sondern sie kann auch sehr gut gegenarbeiten, indem sie den Heal verwendet. Er ist sehr Mana-intensiv, muss man hier dazu sagen, also zu viel Schäden darf sie sich nicht gefallen lassen, aber ich gebe dir vollkommen recht, also sie kommt vom Farm hinterher, was man jetzt zum Beispiel von der Botlane gar nicht behaupten kann. Das war die total normale Folgeerscheinung, wenn man sich für Caitlyn und Karma entscheidet. Das heißt hier 24 zu 7 Farm, das ist ein abartiger Abstand, wo ganz einfach nur im Video schauen muss, dass er da gut hinterherkommt, damit er einfach nur gegen Caitlyn standhalten kann. Denn sollte es zu einem Duell kommen, wo beide gleiche Voraussetzungen haben, also man nicht vorher downgepokt wurde, ist Thrash bzw. gemeinsam mit Lucian sind ganz einfach stärker vom Damage. Ja, also man muss natürlich gucken, dass auch die Elise, also Dose sollte jetzt, er begibt sich auch Richtung Botlane, also man sollte hier auch versuchen, den einen oder anderen Gang an den Mann zu bringen, aber man sieht schon, ja, die Mitglieder von der Botlane, Sunny und Bonaparte, befinden sich gar nicht auf der Lane, das heißt, Dose ist da so ein bisschen verloren und kann da gar keinen Gang so richtig anbringen. Man sieht auch, dass Nightmare sich so ein bisschen, ja, nach unten bewegt, also muss natürlich sehr aufpassen, dass man da jetzt nicht den Gang Port würde man da jetzt abbrechen, wir schon, dass da kurz gefacecheckt wurde, Nightmare kriegt da ordentlichen Schaden, auch der Schild war jetzt nicht gerade rünstig. Pell ist jetzt draußen, hat nochmal das 4 damit gedodged, also das schon mal hervorragend in dem Sinne gemacht. Aber es ist gut, dass er doch noch relativ lange geblieben ist. Es wäre jetzt hier Nightmare alleine gewesen, beziehungsweise hätte man jetzt hier die Überzahlsituation ausgenutzt, wäre das eventuell schmerzhaft. Was aber auch bezogen auf das Itembild gerade deutlich wird, man sieht, Nightmare hat sich gegen den Feral Flare entschieden. Ja, sieht man auch sehr, sehr selten, aber damit kann man natürlich im Early Game mehr Präsenz aufbauen. Man braucht nicht die Stacks, man muss nicht lange farmen im Jungle, sondern kann eher sich dann auf die Ganks beziehen. Man kann relativ früh die Lanes ja, babysitten quasi und deswegen ist es auch gar nicht mal, gerade gegen Elise verzichtet ja auch komplett auf das Item, ist klar, sehr, sehr gut
sehr, sehr gute Itemwahl. Oho, geht jetzt auf der Botlane durch, aber man bleibt erstmal sehr entspannt. Man merkt auch hier, dass sofort das Binding mehr oder weniger durchkommt. Und auch der Poke-Damage. Man sieht schon, Bonaparte dominiert die Lane mehr oder weniger alleine. Sunny kann in aller Ruhe farmen und das ist halt quasi die Hauptaufgabe eines Supports, dass er es dem AD-Carry so angenehm wie möglich macht. Sicherlich ist Caitlyn auch ein Champion, der quasi alleine für sich sorgen kann, allein schon durch die hohe Reichweite. Und zurzeit kriegt halt Invidium ein Hit nach dem anderen, ist jetzt 20 CS behind und muss natürlich schauen, dass man das Ganze ja, später nicht etwas ausarmen lässt, weil derjenige, der zuerst das BF erreicht bzw. bekommt, der wird auch wesentlich dominanter sein, vielleicht sogar den ersten Kill holen. Ja, also dann wird es sehr, sehr schwer. Der Poke wird vor allen Dingen von Sunny auch immer größer. Und man sieht schon, Jelly hat hier einen kleinen Engage auf Snow gewagt. Er hat jetzt auch seine Kugelform, kann natürlich damit auch immer so ein bisschen escapen. Und Phantom Joe kann ja auch ganz gut mit Garjuna traden. Also auf der Toplane. Generell für Tick, Trick and Duck laufen alle Lanes eigentlich ganz gut. Man bekommt die Nidalee so langsam rein. Oh, Jelly. Oh, Nidalee muss jetzt bereits ihren Heal verbrauchen, beziehungsweise auch dass der Heal ist ebenfalls noch ein sehr, sehr unangenehmer Faktor. Bonaparte versucht sich da zu wehren. Man sieht, man hat zwar den Gank durchgebracht, in dem Sinne auch das Flay sitzt hier nochmal, aber Invidium hat vorher so viel Schaden gefressen, dass er sich ganz einfach zurückziehen muss. Er hätte noch die Option gehabt, mit dem Heal zu arbeiten, aber das wäre, denke ich, auch nicht gerade klug gewesen. Auch Sunny musste sehr, sehr viele, muss sein Heal verbrauchen und Bonaparte ebenfalls sämtliche Summoner Spells. Also diesbezüglich schon mal ein Erfolg für Dose. Er muss aber schauen, dass er die Rotation nach unten jetzt nochmal wagt, um genau diese fehlenden Summoner Spells auszunutzen. Ja, zumal man auch nicht vergessen darf, Bonaparte hat zwar keine Summoner Spells mehr, aber Sunny hat immer noch Flash zur Verfügung und sein Netz, mit dem er auch sehr gut escapen kann. Also das ist überhaupt kein Problem. Toplane, Phantom Joe sehr, sehr gut. Einfach 65 zu 56 CS steht da auf der Toplane. Ganz safe, kann ganz gut farmen. Und auch die Midlane. Man will natürlich einfach ins Late Game mit diesem Team. Man will mit Nidalee, Caitlyn und Karma kann man im Late Game super siegen. Man kann einfach in der Base stehen und immer wieder diese Pokes raushauen. Und ja, somit drängt man den Gegner auch irgendwann weg. Zumal auch das Engage-Potenzial von Penta relativ beschränkt ist. Also man hat eine Shyvana, die reinspringen kann. Der Follow-up ist dabei aber relativ ermüdet. Sehen wir schon, dass Sagajuna nochmal reingeht. Phantom Joe kriegt super viel Schaden, hat auch kein Flash mehr zur Verfügung. Und da ist das First Blood. Gut gemacht. Dose hat ihn erhalten. Man will natürlich das mehr lieber an die Lane abgeben. Aber man muss ja dazu sagen, Elise ist natürlich auch ein Carry-Junk. Ja, mit viel Gold kann sie sehr viel anrichten, denn wenn man die nötige Ability-Power hat, dann macht man einfach abartigen Schaden. Dieser prozentuale Schaden ist einfach super hoch und ja, sehr, sehr gut gemacht. Also da haben sie Phantom Joe wirklich gut erwischt. Und so bringt man natürlich auch die Shyvana ein bisschen besser in die Lane, denn er hatte, ja, er konnte zwar gut farmen, aber er war so ein bisschen hinten dran und das ist natürlich eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Genau, er konnte das Ganze ausgleichen, hat sich aber auch dafür entschieden, nicht zur Lane zu porten, was man jetzt von Phantom Joe nicht sagen kann. Kleines Teleport eingesetzt und das Schöne war wirklich daran, dass das Zeitfenster bei Phantom Joe wirklich perfekt eingehalten wurde. Er hatte wirklich, nachdem er gestorben ist, 10 Sekunden danach sein Flash wieder. Also hätte er das ein bisschen, hätte die 10 Sekunden vorsichtiger gespielt, hätte der Kill ganz einfach nicht abgegeben werden müssen. Wobei wir sagen müssen, dass Dose das gut abgeschätzt hat. Also er kam dann genau zum richtigen Zeitpunkt. Und jetzt können wir noch sehen, dass der Farm sich ein kleines bisschen angleicht. Trotzdem muss ja Garjuna sich ein bisschen Schmerzen gefallen lassen, weil er natürlich noch nicht die aggressive Schiene geht. Denn der Giant Spell steht einfach Shyvana sehr, sehr gut aufgrund der Passive. Ja, die Passive wirklich sehr, sehr gut für Garjuna. Generell auch Sunfire Cape steht ihm super gut. Kann er wirklich sehr, sehr gut mitarbeiten. Das Problem nur an Phantom Joe ist, er macht ja durch den Heatenkampf-Stil auch immer wieder True Damage. So dass man da egal wie viel Rüstung hat. Oh, ist hier mit dem Flash Flay, aber Sunny kann da sowas weg. Die Frage ist, kommt man jetzt schöner Hook hier auf Bonaparte? Er kriegt jetzt hier super viel Schaden auf der Cocoon, sitzt sofort danach, Kill, wird ganz entspannt in dem Video abgegeben. Das war nicht schlecht gemacht von Zeiss. Noch reingeflasht mit dem Flay gearbeitet. Die Box hat zwar nicht ihre Wirkung gezeigt, trotzdem hat man schnell umgeschalten gesagt, okay, Karma hat nichts, die schnappen wir uns. Ja, vor allen Dingen die Lantern gelegt und während er auf der Lantern saß, geflasht, um nochmal diese Range einfach zu erwarten. Da sieht man hier auch, tradet immer wieder weiter mit Phantom Joe, also diese Toplane. Ist wirklich ein Trade-Fest hier. Sehr gut gemacht von Zeiss. Also da hat er wirklich alles aus seiner Laterne rausgeholt, was er konnte mit seinem Flash. Und hat sogar noch Exhaust. Also kann sogar beim nächsten Fight noch Exhaust benutzen. Gerade für Caitlyn ist das super unangenehm, weil sie ja sich sehr, sehr stark auf Auto-Attacks stützt. Man muss ja sagen, bei Invidio mit dem Lucian ist es ein bisschen anders. Er hat ja diese Passive, womit er die Doppelschüsse nach jeder Fähigkeit anrichtet, was halt so, nicht, ich würde nicht sagen, ein Exhaust-Counter ist, aber es auf jeden Fall ein kleines bisschen schwächer macht. Der Schaden wird natürlich offensichtlich reduziert, aber man kann ganz einfach Caitlyn dadurch besser jagen, auch wenn sie das Schwert auspackt. Es sieht doch so aus, als ob Dose die Botlane so ein kleines bisschen zitten will. Schon wieder
wieder hier mit der Laterne. Ich glaube, der Hook geht diesmal daneben, auch das Play nicht ganz selbst. Jetzt suchen wir den Counter gegen hier. Nightmare am Start. Dose kriegt auch relativ viel Schaden. Karma hat er auf jeden Fall fähig dazu. Jetzt kommt er das Ace-Hole rein, kann aber wegen dem Repel nicht sauber durchsprungen. Wird aber trotzdem abgerissen. Nightmare da mit dem tödlichen Auto-Tag am Start. Auch Sunny versucht hier noch weiter zu poken. Wir sehen schon, Snow ist da auf dem Weg. Das haben sie gut vorbereitet. Gerade mit der Paranoia kann man sehr gut Counter gehen. Ja, sehr gut gemacht. Also super Timing einfach von Nightmare, dass er genau da zur richtigen Stelle am richtigen Ort ist, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und ja, da kam Snow ein bisschen zu spät, sonst hätten sie vielleicht noch einen bekommen. Aber es ist natürlich super zurückgeschlagen. Richtig, und auch vor allem, dass Bonaparte so lange überlebt hat. Kurzer Engage-Versuch hier mit der klassischen Kombination von LeBlanc kann natürlich hier mit der Distortion auch sehr, sehr weit zurück und sich aus der Gefahr begeben, sollte die Fähigkeit reaktivieren. Also schöne Sache, man konnte hier so ein kleines bisschen ausgleichen und Penta zeigt ja, dass sie insgesamt sehr, sehr dominant sein können. Müssen aber natürlich ganz einfach das Team von Tick, Trick und Duck nicht unterschätzen, weil wenn sie das machen, wird ganz einfach auch Nightmares bestrafen. Er hat jetzt mittlerweile den Elder Lizard fertig, also die wesentlich aggressivere Variante, wobei man sagen muss, dass natürlich Tankiness auch der Elise gut steht. Ja, definitiv. Man muss natürlich dazu auch sagen, dass Pentasport schon ein Team hat, was jetzt, sag ich mal, im direkten Teamkampf sehr, sehr stark ist. Also sie haben wirklich gute Möglichkeiten, da direkt im direkten Kampf zu fighten. Sie haben mit dem Trash einen super CC auf der Bot, den Elise auch mit dem Cocoon, Repel, super Möglichkeiten. Und ja, Tick, Trick und Duck setzt ja wirklich komplett auf diesen Poke und gerade mit Nidalee, Caitlyn, Karma, da wird es im Late Game halt sehr, sehr schwierig. Da muss man direkt auch Kämpfe forcen, sonst wird man da echt zu Tode gepokt. Und wir sehen auch, Jelly baut sich hier, ich hätte eigentlich gedacht, er baut sich DFG, aber er geht hier wirklich auf Fiends Unholy Grail. Es ist ja ein bisschen moderner geworden, die Athenes LeBlanc zu spielen. Man muss ja bedenken, sie ist trotzdem noch in der Lage, abartigen Schaden auszudrücken. Das liegt einfach nur an der Natur der Ultimate. Da kann man relativ wenig gegen machen. Man könnte es mit dem DFG erweitern. Aber die 20% Cooldown Reduction sind natürlich abartig. Dadurch erhöht man quasi an sich den Schaden. Drake wurde jetzt hier von Penta abgeholt. Sie haben natürlich den Bot Tower verloren. Wenigstens hier nochmal Gold generieren können, wobei Towerverlust im Allgemeinen sehr, sehr unangenehm ist. Aber Athenes ist trotzdem ein gängiges Item auf LeBlanc. Es ist halt bloß so, dass sie sich auch darauf verlassen muss, dass andere noch Schaden anrichten. Ja, aber man sieht auch Botlane, also von den Items her, auch wenn der Lucian natürlich, wenn Invidium hier wirklich Probleme hatte zu farmen, hat er wirklich dieselben Items jetzt, abgesehen von den Boots, ja, die braucht man jetzt nicht unbedingt mit reinziehen, wirklich dieselben Items wie Sunny. Und das ist wirklich daran geschuldet, dass Dose einfach wirklich permanent auf der Botlane war und Stace da wirklich so super schöne Hooks gelandet hat. Das haben sie wirklich sehr, sehr gut umgesetzt. Und ja, so müssen sie weitermachen. Ich denke, das ist auch die beste Antwort, wenn man hier, wie man wieder sehen kann, so downgepokt wird. Also das Ausweichen des Spells oder halt die Einbringung ganz einfach des Jungles ist entscheidend. Auch bezogen auf die Jungle-Items, wie gesagt, kein Feral Flare in Sicht. Trotzdem sind die Jungle natürlich gezwungen, immer wieder den Jungle aufzusuchen. Denn hier werden natürlich die Gold-Stacks eine wichtige Rolle spielen. Man will sie an großen Minions abbauen, ist aber quasi nicht so sehr in der Not, wenn man es vergleicht. Trotzdem, Nocturne jetzt muss halt schauen. Er hat halt sich, wie gesagt, dagegen entschieden, wird also ab dem Midgame langsam anfangen zu fallen. Er kann einen guten Tank memen, das ist kein Problem, aber er ist nicht mehr in der Lage, wirklich einen Carry komplett alleine auseinanderzunehmen. Ja, ich denke mal, er wird auch in die Tanky-Richtung gehen jetzt nach dem Elder Lizard, denn ja, wir sehen auch schon, Phantom Joe rusht hier wirklich Trinity Force, hast du ja schon angesprochen, Trinity Force, sehr viel, diese bekannte Kombination, die man jetzt baut auf Irelia, ist ja super stark einfach. Man hat diesen, ja, man hat einfach gar kein CC mehr auf sich und deswegen wäre es, denke ich mal, auch ratsam, wenn Nightmare sich dazu entscheidet, hier ein bisschen in die Tanky-Richtung zu gehen. Sind ja Jelly versucht hier immer mal wieder ein Engage zu wagen. Aber sie machen das sehr, sehr gut, weil sie rotieren jetzt komplett in der Mitte. Sie waren auch früher da als TDD. Das bedeutet hier schon mal ordentlich Towerschutz, beziehungsweise der Tower selber hat sehr, sehr viel Schaden genommen. Auch ganz einfach Disengage. Aber die Sperre, das ist schon so ein unangenehmer Faktor. Und mit dem Athenes Unholy Grail ist Snow auf jeden Fall auf einem sehr, sehr guten Weg. Er hat dann später noch die Auswahl, je nachdem wie das Konto quasi von mir aussieht, entweder sofort auf das Rabadons zu gehen oder vielleicht auch den Weg über den leeren Stab zu suchen, falls nicht mehr so viel Geld dabei ist. Weil der Grundschaden der Sperre ist natürlich abartig hoch. Ja. Und da ist Durchdringung super günstig. Und vor allen Dingen nicht nur der Grundschaden, sondern durch Athenes Unholy Grail hat man erstmal die Mana-Kosten schon so ein bisschen geregelt. Und vor allen Dingen der Cooldown ist sehr gering. Gerade mit dem Blue Buff zusammen, man kann einfach alle 3-4 Sekunden so einen Speer da reinjagen. Und wenn du, selbst wenn du 2-3 ausweist, irgendwann trifft dich immer mal einer. Gerade wenn du da zu fünft als Team stehst, dann kriegst du da einen Speer rein. Vielleicht erwischt es ungünstig Invidium und dann sind da schon 5, 6, 700 HP weg. Und ja, dann ist der Engage natürlich sehr, sehr günstig, wenn man da direkt loslegt. Hier sieht man das auch. Beide können hier so ein kleines bisschen standhalten, versuchen natürlich damit den Spells zu arbeiten. Auch der Wave Clear von der LeBlanc ist ja sehr, sehr speziell. Sie muss ja mit Distortion arbeiten. Das heißt,
heißt, es ist einerseits ihr defensivster und auch einer der offensivsten Spells, die sie zur Verfügung hat, um einerseits zu entkommen, beziehungsweise die Wave zu clearen. Und da muss man sehr bedacht sein, wie man das mit den Cooldowns regelt. Weil, wie gesagt, ist halt relativ unangenehm. Aber, wie gesagt, er dient auf ihr drauf. Das heißt, da kann man schon gut reagieren. Und nun ist die Frage, welches Team sich nun als erstes in kleinster Form gruppiert. Denn der Tower-Vorteil ist immer noch bei den Ducks. Ja, also beim Gruppieren ist ja einfach auch schon wieder das Thema. Da muss man auch dann direkt auch losschlagen. Denn man kann nicht zu lange ausharren und immer wieder den Poke einfach kassieren. Wir sehen auch einfach, dass Dose immer mehr, noch mehr in diesen Tanky-Weg geht. Also hat sich hier noch ein Giants-Belt gekauft. Also im Gegensatz zu Nightmare, der da jetzt eher auf den Hex-Drinker setzt. Also verzichtet da komplett auf Life, geht eher auf Resistenzen. Dieses Magie-Absorb-Schild ist schon da nicht schlecht, um Jelly auch ein bisschen entgegenzuwirken. Und das musst du auch zwingend tun, weil ganz einfach LeBlanc ja die Möglichkeit hat, wirklich ein Ziel komplett auseinanderzunehmen. Auch in dem Sinne selbstständig. Noch nicht, wie gesagt, Deathfire Grasp wäre dann eine etwas aggressivere Wahl gewesen. Trotzdem kann man damit spielen. Und darauf müssen sie so ein bisschen setzen. Denn von der Team-Composition, haben wir auch schon vorher genannt, ist ganz einfach Dax ein bisschen überlegen. Jetzt sehen wir schon, Bonaparte wurde hier mit dem Hook erwischt und der Schaden halt schon relativ hoch. Man wird sich jetzt hier um Bonaparte kümmern können. Auch LeBlanc kriegt dann die Kill. Und da sieht man auch, wenn sie auf den Dienst geht und Unterstützung erhält, kriegt sie trotzdem noch ihre Kills. Ja, sie macht unglaublich viel Schaden. Also Toplane sehen wir hier. Phantom Joe geht hier sogar auf Garjuna. Ah, er kriegt ihn einfach nicht. Er braucht nicht mal Ulti benutzen. Er kann einfach mit seinem Burnout weglaufen. Also das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Also macht Pentasports richtig gut. Sie setzen einen Hook nach dem anderen und direkt kommt der Engage von Jelly. Also dieser Schaden alleine mit Fiends Unholy Grail ist einfach wahnsinnig hoch. Genau, und man muss ja auch wieder Zayst loben. Der Hook hat gesessen. Auch Karma hält ja in dem Spielaugenblick noch nicht viel aus. Sie wird ja sehr, sehr die Utility-Richtung gehen. Häufig sieht man auch in einem sehr frühen Spielstadium, dass man sich für die Feuerpro bzw. das Crucible entscheidet. Und das ist ja auch sehr, sehr günstig. Man hat einen Cocoon, den man loswerden will. Man hat einen Hook, den man möglichst schnell befreien will, um ganz einfach nur auch mit dem hier zu arbeiten. Dabei ist aber Positioning besonders wichtig und das gilt quasi für das ganze Team an sich, denn LeBlanc kann halt mit der Distortion und der gemimten Ultimate dadurch eine sehr, sehr große Distanz zurücklegen und ist immer noch in der Lage, die Schaden auszudrücken. Ja, wir sehen auch hier bei den Supportern auch eigentlich gar keine großen Unterschiede, lediglich in den Gold-Items. Ja, Thrashed, Zayst verzichtet komplett auf ein Gold-Item, also setzt da wirklich komplett nur auf den Sidestone. Das Doran-Shield hat sich jetzt noch ein Ruby Crystal gekauft und während hingegen Bonaparte da schon sein Gold-Item ein bisschen ausgebaut hat, ist natürlich ja, vom Gold her sehr, sehr positiv. Also wir können ja mal reinschauen, ist wirklich, es trennt sich gar nicht so viel, sehr, sehr verwunderlich. Es kommt halt durch die zwei Assists, ne? Ist ja natürlich schon sehr, sehr viel Gold wert, wenn man da zwei Assists absahnt als Trash. Zumal ja auch ein bisschen in den Utility-Tree gegangen worden ist. Das heißt, da kann man ja natürlich auch den ein oder anderen Gold-Bonus erlangen. Insgesamt wird es aber trotzdem noch eine sehr schwierige Kiste. Man muss ja dazu sagen, es ist alles sehr identisch. Toplane entgeht immer wieder. Aber wie gesagt, das ist halt hier so die einsame Insel, wo sie sich prügeln und keinen interessiert so wirklich, weil der Spieleinfluss ja erst später kommt. Und das ist auch so ein Punkt, den man immer wieder auch als Midlaner bzw. als Botlaner beachten muss. Man weiß nicht, wie stark Phantom Joe bzw. wie Garjuna ist. Man weiß nicht, wie sich das jetzt anfühlt, wenn jemand einen mit einem so frühen Trinity Force anspringt. Und ich denke auch, dass da ein Video umschauen muss, dass er da nicht zu viel Schaden kassiert wird, sollte man sich gucken. Denn beide haben gerade Teleport zur Verfügung. Phantom Joe aber hier sehr, sehr viel Schaden genommen, wird sich, denke ich, zurückziehen und könnte eventuell zum Drake rotieren, wo jetzt gerade Action abgehen wird. Ja, den sollte man sich auch definitiv sichern. Der erste ging an Penta. Das ist immer wieder sehr, sehr viel schönes Gold, das auf die Teamkasse hagelt. Und ja, Garjuna hat echt sehr gut entgegengewirkt. Also er hat sich sehr, sehr viel Rüstung gebaut. Inzwischen schon das vampirische Zepter, also bringt er auch ein bisschen Life-Leash mit und Penta fängt jetzt sogar hier den Dragon an. Ja, haben wir noch für gute Sicht gesorgt, jetzt sind wir kurz da Engage auf Nightmare, hat leider die Chain verfehlt, damit fehlt auch ein kleines bisschen CC und Schaden. Jelly muss da aufpassen, hat seine Ultimate zur Verfügung, muss das ganz gut timen, auch Ace in the Hole geht ja quasi zum Poke raus, um einfach nur das Team von Penta zurückzudrängen, denn nach wie vor bewegt sich die Top-Lane nicht. Also Phantom Joe hat nicht überlegt, irgendwie zu porten, sieht da Garjuna als etwas größere Bedrohung an, will natürlich auch parallel den Turm nicht verlieren, falls man sich um den Drake kümmert, denn der Trade wäre da nicht optimal. Nightmare kriegt da schon ein bisschen Schaden, aber Jelly muss da aufpassen. Hook geht in den und der Cocoon trifft ja Nightmare, muss da auch mit dem Flash raus. Karlin geht zwar nochmal ebenfalls nach draußen, aber wird hier nichts anrichten können. Bonaparte muss flashen und Penta zeigt hier schon mal große Dominanz. Sie haben jetzt einige Ultimates verbraucht, das war gar nicht so tragisch. Phantom Joe versucht da ebenfalls zurückzuschlagen. Garjuna kriegt da schon ordentlich Damage ab, aber er selber hat jetzt sein Fleisch zur Verfügung, also Phantom Joe könnte aggressiver sein, zieht sich aber zurück. Ja, und jetzt fängt Penta natürlich hier den Dragon wieder an. Sie müssen natürlich gucken, dass sie nicht wieder diese Speere abkassieren hier. Also Snow kann da immer wieder stehen. Oh, Hook geht er aus. Jetzt versucht man aber sofort mit der Ultimate zu engagieren. Repel ist zwar draußen, aber sie ist ja ganz alleine. Wird er auch zerstört. Und jetzt muss man aufpassen, Penta verliert ja unglaublich viele Team. Schöner Fleisch von Phantom Joe, hatte sich das zuvor aufgehoben. Könnte sich
jetzt natürlich den Fight nicht so lange erlauben, wird er nochmal beschleunigt. Auch muss hier ein Video nochmal rauswählen. Kachuna zwar da, aber kann ja keinen großen Impact leisten. War natürlich ärgerlich. Penta wurde da aufs Äußerste zurückgedrängt. Ja. Also sehr schöner Teleport hier auch von Phantom Joe, hat er super gemacht. Tick-Trigger, da konnte sich sogar noch den Dragon sichern, das ist sehr wichtig. Sehr viel Gold und diese Kills einfach. Dose war sofort weg, Sazed auch, also wirklich sehr schön gemacht von Tick-Trigger Duck. Ja, und da kann man auch sehen, der Drake wurde ja ein bisschen geändert. Er macht sehr, sehr viel Schaden, relativ früh, also 20 Minuten. Okay, kann man das nicht als früh bezeichnen, trotzdem ist es sehr, sehr, sehr unangenehm. Und das musste halt einfach Dose zu spüren bekommen. Er hat mit dem Repel gut gearbeitet, hat durch die Paranoia von Nocturne im Prinzip gedodged. Aber war trotzdem so low, dass die Teammitglieder einer nach dem anderen abgeholt wurden. Kachuna, wow, hat er ihn nicht gesehen? Hat ja ein Wort dort gehabt, das war ein bisschen irritierend. Trotzdem hat er ihn jetzt hier ganz einfach gehen lassen. Und nicht nur die Tatsache, dass ja der Drake geholt wurde plus die Kills, sondern auch die Rotation in die Mitte erfolgt. Und das ist ebenfalls noch so ein Punkt. Wenn man jetzt hier goldtechnisch ja, erstmal gut auffahren kann, muss ich das Team von Penta in Acht nehmen. Definitiv, also man sieht auch schon, die ein oder andere Item ist schon fertig gebaut. Wir sehen auch auf der Lease sind jetzt hier die Ionian Boots of Lucidity gebaut, also die Cooldown-Schuhe. Sieht man auch relativ selten eigentlich. Also ich hätte jetzt gedacht, man baut hier eher so ein bisschen Richtung Ninja-Tabis. Die Mercury Treads braucht man natürlich nicht mehr bauen, denn man hat das Tank-Item und bringt dadurch genügend Tenacity auch mit. Diese lässt sich ja sowieso nicht stapeln, von daher, ja, sehr, 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 sehr... komische Itemwahl. Ich denke, er hat sich da ein bisschen was von Meteors abgeschaut. Also die LCS-Spieler versuchen gerade, die Jungle etwas Utility-artiger zu spielen. Es gibt auch Spieler, die sich zum Beispiel auch für Nunu Jungle entscheiden mit Feral Flare, aber dann Items mit reinbringen, wie zum Beispiel das Crucible, wo sie nochmal unterstützen können, beziehungsweise sehr auf Cooldown setzen. Und zurzeit ist es halt so, er versucht, mehr Utility zu gehen, weil wenn man natürlich Spells hatte, die vom Leben abhängen oder vom Fehlenden, beziehungsweise vom Maximalen, ist es natürlich sehr, sehr schön, wenn man diese häufiger einsetzen kann. Und dadurch ja trotzdem hohen Schaden rausbringen, weil Cooldown steht ja im Prinzip jedem. Er muss natürlich aber schauen, dass er auch seine Spells trifft. Ja, das ist sehr wichtig. Also wir sehen auch hier großartige Aktionen sind hier momentan. Wir sehen, Phantom Joe geht hier wieder rein, aber es ist lediglich um den Recall so ein bisschen zu delayen. Ja, die Item-Choices sind jetzt auch, ja, anders als wir erwartet haben, kein Zephyr, sondern er geht jetzt wirklich hier so ein bisschen die Tanky-Richtung. Baut hier ein bisschen Magieresistenz und natürlich auch LeBlanc. Ja, Jelly hat schon sehr, sehr starke Items. Also hat jetzt hier Needless, die Large Rod, sehr, sehr viele AP und ja, da will man natürlich nicht durch eine Kombo direkt sterben. Ich muss ehrlich sein, ich finde diese Variante wesentlich besser. Die Zephyr ist sehr, sehr aggressiv, muss man ganz einfach dazu sagen. Da muss man aber auch schaffen, einfach zu den Gegnern erstmal durchzukommen. Und viele Irelia-Spieler haben dann das Problem, dass sie das Ganze nicht überleben. Man hat jetzt zwar einen Bro an der Seite, wenn Nocturne mit reingeht. Das ist schon mal super nice, wenn es zu einem offiziellen 5 gegen 5 kommt. Trotzdem will man eher auf eine etwas härtere, ja, ganz einfach, etwas härteres Potenzial setzen, was ganz einfach Irelia von Natur aus mitbringt. Sie wird ja auch mit dem Zephyr-Bild ebenfalls mit den Berserker-Schuhen gespielt, was ja auch, was sie einfach sehr, sehr weich macht. Ja, also da auch wieder auf Rüstung oder Magieresistenz zu verzichten, ist wirklich ja, sehr, 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 sehr risky auf jeden Fall. Seht ihr, Sunny ist hier wirklich auch in der Mitte, versucht da ein bisschen die Mitte zu pushen. Hier kommt auch nochmal die Ultimate von Invidium raus. Ja, ist natürlich nicht so. Zu viert sind sie jetzt auf der Toplane, aber auch das Team von Tick-Trick and Duck ist zu viert. Also die wollen da wirklich den Tower auf der Toplane haben, denn Tick-Trick and Duck hat ihren Tower schon auf der Toplane verloren. Und jetzt müssen sie natürlich schauen, wie sie da ein bisschen entgegenwirken. Ich denke, sie haben gut reagiert. Also das Team von Penta hat versucht natürlich sofort ihren Turm so gut es geht zu verteidigen, haben die Firma in Rotation quasi schon im Keim erstickt, weil sie können das nicht zulassen. Also sie haben die große Problematik, sollte das Team von, ja, von Tick-Trick und Duck irgendwie zum Split-Pushen kommen, das könnte man mit ihr ja machen, mit ihr anlegen, ist immer unangenehm, egal welches Item-Bild sie mehr oder weniger hat. Denn die größte Problematik ist, man darf sich nicht belagern lassen. In die Situation darf Penta nicht kommen, denn das verliert sie haushoch. Denn das Engage-Potenzial von Dose und Gajuna ist beschränkt. Also man kann natürlich mit der Shyvana reingehen, aber dann macht Karma ganz einfach Mantra-Schild und alles sind weg. Ja, also dieser Speed-Buff ist super stark. Also da kann man wirklich direkt komplett disengagen. Gerade wenn man auch noch sieht, ja, sie hat ja auch noch ihr Frostfang nachher. Und kann dann auch noch einen Slow verteilen auf alle Mitglieder von Penta Sports. Das heißt, da kann man auch noch ein bisschen disengagen. Also wirklich, da muss man richtig, richtig schnell am Mann sein und da einen nach dem anderen rausnehmen. Ansonsten, ja, wird man einfach wieder belagert mit diesen Pokes einfach.
sehen auch hier unten im Jungle, wird sich hier versammelt. Nightmare wurde hier ein bisschen behagelt, aber man muss sich da erstmal zurückziehen. Es ist noch Jelly da, versucht ja auch nochmal Damage anzurichten, aber es reicht noch nicht aus. Muss ich dazu sagen, Nocturne einen sehr, sehr tanky Weg gegangen, wird denke ich auch bald die Mercs zur Verfügung haben, beziehungsweise auch mit dem Giants-Belt ist er da vergleichsweise stabil. Gajuna versucht ja, denke ich, eher die Ultimate zum Wave-Clear einzusetzen, weiß, dass er sich mit Phantom Joe nicht anlegen kann. Trinity Force da einfach überlegen, das ist so das nächste Core-Item oder beziehungsweise das erste Core-Item, was man sucht und was dann auch einfach stärker wird, sobald man auch noch Tankiness aufbaut. Ja, wie gesagt, je mehr man seine Fähigkeiten spammt, desto mehr Damage kommt offensichtlich raus. Ja, zumal man ja auch immer wieder diesen True Damage frisst. Da kann man sich so viel Rüstung bauen, wie man möchte. Das ist vollkommen egal. Und gerade auch, wenn Irelia dann so ein bisschen Attack Speed baut, dann wird es da sehr, sehr gefährlich für Gajuna. Er muss dann immer wieder aufpassen, dass er nicht zu weit reingeht. Denn auch vom Farm her sind wirklich alle. Ja, Invidium ist immer noch ein bisschen behind. Aber das ist auch ganz normal mit der Combo auf der Lane. Genau, das muss er sich einfach gefallen lassen. Wobei es ein echt unangenehmer Abstand ist. Also wenn man jetzt schaut, 60 Minions weniger. Das ist schon, er musste ein paar Mal in die Mitte rotieren. Und auch war ganz einfach Sunny in der Lage, länger unten zu stehen. Und Invidium war quasi eher daran beteiligt, nochmal Richtung Drake zu rotieren. Oder vielleicht sogar die Mitte zu halten. Und gemeinsam halten ist zwar irgendwie schön und angenehm, aber man hat den riesen Nachteil. Man teilt sich Erfahrung, man teilt sich die Minions. Und das wirkt sich dann auf spätere Spiele aus. Denn man muss ja dazu sagen, Caitlyn hat das Potenzial zu carryen. Sie ist ja, er hat jetzt hier so ein bisschen Support-lastig, was jetzt die Stats angeht. Ist aber gar nicht so tragisch, denn mit dem Blutdurster, mit dem Static, die abartigen Schaden, der Last Whisper wird ebenfalls nicht lange auf sich warten lassen und dann kann sie aus der Backline viel Schaden rausdrücken. Und wenn man an sie nicht rankommt, verliert man jeden Fight. Ja, definitiv. Also die Range ist da schon ein ganz großer Faktor und wir sehen auch Snow hat jetzt hier schon seinen Rabadons Death Cap fertig, also bringt da ordentlich AP mit. Penta sichert sich jetzt hier wieder einen Dragon. Ah, ich weiß nicht, ob Tick-Trick und Duck hat das, glaube ich, gar nicht bemerkt. Nee. Und da haben sie sich einfach ganz sneaky da den Dragon gesichert. Natürlich wieder extra Gold für das Konto von Pentasports, aber sie liegen auch immer noch im Gold ein wenig zurück. Also sie müssen jetzt schauen, dass sie sich auch den einen oder anderen Turmpilot sichern. Ja, das Ganze ist quasi darauf zurückzuführen, dass sie zwar einen Drake mehr haben, das ist schon mal gar nicht so schlecht, aber der Farm von Sunny ist gerade episch. Also 260 in der 26 Minute, das ist perfekt, muss man. Das ist eigentlich Midlane-Niveau oder Midlane-Niveau mit einem, seine, quasi wie Ziggs so ähnlich, dass er sich auch zwischendurch die Geister gönnt. Also sieht wirklich gut aus. Er muss natürlich schauen, dass er das gestapelte Gold, was er gerade zur Verfügung hat, auch gut ausnutzt. Wie gesagt, von seinem Positioning hängt sehr, sehr viel ab, denn er bringt nur beschränkte Mobilität mit. Er hat sein Netz, womit er gut disengagen kann, aber da ist auch jede Form von CC etwas Unangenehmes, falls dann gut geplanter Hook oder ähnliches durchkommt. Denn wenn man das zum Beispiel mit Nidalee vergleicht, sobald sie in der Kyogre-Form ist, ist sie nicht nur relativ tanky, sondern auch wirklich richtig schnell. Ja, wir sehen auch Tick-Trick und Duck versammelt sich jetzt hier an dem Top-Lane-Tower, also da kann man ohne Probleme jetzt hier einfach, der Phantom Joe tankt den hier einfach, das ist gar kein Problem für ihn und das ist wieder extra Gold für das Team von Tick, Trick und Duck. 2000 Gold ist jetzt gar nicht so die große Marke, also es ist wirklich sehr, sehr gering, die Unterschiede da. Ich denke mal, das ist auch wirklich darauf zurückzuführen, dass einfach Invidium hier vom Farm her sehr, sehr, ja, sehr, sehr behind ist, einfach im Gegensatz zu Sunny. Ja, das ist wirklich abartig. Also, ja, er macht, es kommt auch einfach so vor, dass ihr Video einfach keine Minions irgendwie findet. Ne? Sie haben die Rotation wieder zu den Drakes gemacht. Das ist auch sehr, sehr gut, weil das ganze Team davon profitiert. Aber man darf den eigenen D-Carry nicht außer Acht lassen. Und er liegt quasi 1,5 Core-Items behind. Das ist ein sehr, sehr unangenehmer Fakt, mit dem man, und der dann auch vor allen Dingen in den Fights später auffällt. Bezogen auf die Teamfights selber muss man aber sagen, dass jetzt mittlerweile sehr, sehr viel Tankiness auf beiden Seiten aufgebaut wurde. Plus, dass sich Gajuna sehr, sehr früh für das Blade entschieden hat. Er verzichtet darauf, sieht auf Magieresistenz, er hätte quasi noch tankiger gehen können, aber mit dem Blade of the Ruined King kann er sich mit Sunny messen und das ist entscheidend. Ja, gerade weil Sunny jetzt auch auf Spirit Research gegangen ist, hat er ein bisschen den tanky Weg gewählt und verzichtet da dementsprechend auf Schaden und Gajuna baut sich mehr Schaden und ja, Blade of the Ruined King auch ein super Item auf Shyvana, also harmoniert wirklich mit ihrem Dragon Spider sehr, sehr gut. Und deswegen eine sehr, sehr gute Itemwahl. Wir sehen auch, Nightmare geht jetzt langsam so ein bisschen den Tanky-Life-Weg. Wird sich hier für das Ranuins Omen entscheiden. Hat da auch schon die beiden Items dafür zur Verfügung. Und ja, bis jetzt auch von Dose immer mehr Tankiness. Also er geht wirklich komplett diesen Tanky-Weg. Ja. Und das ganze Spiel aber auch zurzeit. Also jeder will erstmal an seine Items rankommen. Und wir wollen natürlich die Explosion in einem Teamfight sehen. Und das ist auch so das Ding, wenn lange nicht gekämpft wird, ist es auch für die Spieler relativ schwierig abzuschätzen, okay, wie viel Schaden mache ich jetzt am Gegner, wie tanky sind sie, beziehungsweise wie viel halte ich selber aus, was natürlich dann eher die Tanks selber betrifft. Und das ist halt so ein Punkt, der sehr, sehr unangenehm ist. Wir sind in der 30. Minute, es sind erst 6 Kills insgesamt gefallen. Das heißt, bei dem nächsten Fight werden wir nicht nur sehen, wer hier den längeren Hebel hat, sondern auch die Spieler wissen, okay,
wie habe ich zu reagieren? Muss ich mehr Tankiness holen oder kann sich zum Beispiel auch wieder Shyvana überlegen, okay, ich könnte einen aggressiveren Weg gehen? Denn das frühe Blade of the Raven King macht sie ja quasi stärker im Fight, aber sie kann die Tankrolle eventuell nicht erfüllen. Ja, und man sieht auch schon, Sunny macht richtig viel Schaden. Also 400er Crits macht er jetzt schon an Jelly, obwohl er halt auch ein bisschen Grundrüstung auf jeden Fall mitbringt. Und Gajuna, man sieht hier, er tradet jetzt hier wieder. Ja, man prügelt sich einfach auf der Top-Lane. Einfach ganz stumpf werden die Autotexte gemacht. Man will natürlich auf der Seite von Fenmijo nicht in dem Burnout kämpfen, aber es hat vergleichsweise wenig Schaden. Es geht hier wieder mit dem Flashplay rein. Snow kriegt super viel Schaden, muss ich da mit dem zurückziehen. Wurde da gerade noch so eine hochgeile Dose. Will jetzt hier nochmal den Fight suchen, aber Gajuna versucht da mit dem Teleport zu arbeiten. Könnte da jetzt hier volle Wumpe reingehen, aber hat bereits seinen Dragon Boom verbraucht. Das heißt, er verliert auch super viel Schaden. Nightmare auch hier mittlerweile draufgegangen. Fenmijo will sich da noch ein kleines bisschen wehren. Muss ich da eventuell zurückziehen. CC Reduction ist zwar nützlich, aber muss natürlich schauen, dass er vielleicht schön gemacht hat. Von Sunny holt sich da nochmal die Kill. Kann hier lang genug zeigen, aber der Stun sitzt da wunderbar. Kill dann ebenfalls nochmal durchkommt von der Pate. Muss da gucken. Ah, das Siegel macht natürlich guten Schaden, aber hier. Invidium nochmal mit dem Flash. Natürlich ist eine sehr, sehr aggressive Wahl für einen Support. Trotzdem Kill für ihn entscheidend. Wie gesagt, der Farm ist halt so zur Zeit sein großes Problem. Ja, sehr, eigentlich sehr, sehr gutes Positioning von Sunny. Hat er super gemacht. Er konnte da wirklich ein Auto-Attack nach dem anderen landen. Aber dieser Cocoon von Dose war einfach wichtig. Er konnte sofort ihn rausnehmen. Und ja, das war einfach dementsprechend auch Teamfight entscheidend. Und man konnte vor allen Dingen sehen, dass man wieder den Engage diesmal nicht über Shyvana oder sowas gesucht hat oder über Dose, sondern es war wieder Zayce, ne? Reingeflasht, mit dem Flay gearbeitet. Vielleicht ist die Box ja wieder nicht richtig durchgekommen. Es dauert auch lange, ehe die aufgestellt ist. Das hat ja Ryder auch ein kleines bisschen geändert. Das sind jetzt ungefähr 3 Tage oder so. Und das Ding ist, da kommt auch der Slow nicht durch. Das heißt, man muss natürlich schauen, wie man weiter aggressiv vorgeht. Aber wenn der Gegner erstmal im Rückzug ist, ist man eventuell in der Lage, Free Damage auszuteilen. Und das Kite-Potenzial ist eigentlich da. Aber halt bezogen auf die Items und auf die Stärke und auf die Level der Champions noch nicht richtig zur Verfügung. Man muss halt schauen, dass da auch Karma gut in den Qs arbeitet und natürlich auch das Team bei Bedarf beschleunigt. Denn Snow selber hat ja den Engage überlebt. Ja, aber er musste auch alles zünden. Also viel ist rausgegangen, Flash ist rausgegangen. Und ja, das ist halt, man muss halt auch schauen, dass man da, haben wir ja darüber schon gesprochen, sofort engaged. Das haben sie super gemacht. Zayce macht das wunderbar momentan. Er geht da wirklich immer rein, benutzt da auch den ein oder anderen Summoner-Spell, um einfach einen Fight zu engagen. Und ja, sie müssen gucken, dass sie das so beibehalten. Denn das ist genau der richtige Weg, um halt dieser Poke-Kombination entgegenzuwirken. Genau, man darf sich das wirklich keine Sekunde gefallen lassen. Einfach den Kampf suchen. Aber natürlich in gewisser Weise vorsichtig sein. Gerade Jelly hat einfach überhaupt keine AP, ne? Er ist super butterweich, bringt aber mit dem Rabadon schon ordentlich Schaden mit, hat auch jetzt seinen Codex am Start, das heißt, das Death Aggress wird, denke ich, nicht lange auf sich warten lassen und dann entstehen natürlich abartige Schadensspitzen. Snow dagegen geht die konstante Variante, er denkt sich, alles klar, ich hole mir den Voidstaff, den Lernstab, damit kann ich auch mit den Sperren wirklich hervorragend arbeiten. Und das ist auch so eine Problematik, die jetzt eventuell Penta hat. Sie wollen sich um den nächsten Drake kümmern, müssen sie auch einfach nur vom globalen Gold mal Abstand zugewinnen, also sind da ja auch vom Tower her ein Behind. Und Snow wird mit dem Blue Buff jetzt ultra nervig sein. Ja, er kann da wirklich immer wieder ein Sperr nach dem anderen reinhauen. Und gerade am Dragon, da ist man ja in diesem Pit so ein bisschen gefangen. Man kann ihn ja nicht mehr so weit rauspullen, das haben sie ja geändert. Man kann ihn so ein bisschen rauspullen, das ist klar. Oh, jetzt geht der Dose nochmal rein. Ist sehr, sehr mutig, ist ja ganz alleine. Man kann eigentlich wegnehmen. Gajuna jetzt mittendrin in allen Leuten, hält hier super viel Schaden aus. Aber wo ist der Follow-up? Der Set versucht ja ebenfalls noch mit der Box zu arbeiten, aber da ist bereits Elise down. Jetzt muss man natürlich gucken, wie man das weitermacht, weil jetzt fliegen natürlich die Teammitglieder auseinander. Gerade Nilly kann jetzt hier mit den Sperren arbeiten und auch Sunny hat gutes Positioning gewiesen. Mittlerweile 3:1, 4:0, ich entschuldige mich. Das heißt, hier fällt überhaupt niemand auf der Seite von den Ducks. Und das war natürlich super naiv. Die Tanks sind zwar reingegangen, das ist auch in dem Sinne in Ordnung, aber die ganzen Teammitglieder waren noch extrem weit weg und wurden jetzt einer nach den anderen vernichtet. Zumal auch Slow kurz vor dem Fight selber noch einen Speer auf Jelly gelandet hat, der ihn auf halbe Life reduziert hat. Ja, und gerade in so einer späten, oder was heißt Spätminute, aber im Midgame ist es wirklich sehr, sehr schwierig. Da verliert man direkt, sobald man so einen Teamfight verliert, 2, 3 Türme und sogar noch den Inhibitor. Also das ist sehr, sehr gefährlich. Also da muss man wirklich jeden Teamfight mit Bedacht wählen. Und jetzt ist sogar noch der Baron ein sehr, sehr attraktives Target hier. Ah, man sieht schon, dass man hier an dem Pinkwart vorbeiläuft. Also man sollte ihn nein, die erledigen gar nicht, sondern denken, alles klar, wir holen jetzt noch den Baron. Das ist natürlich eine hervorragende Rotation, was fast nie geht, weil man sehr, sehr wenig Leben nach einem Fight normalerweise hat. Aber hier ging alles wunderbar flüssig ab, wie du es bereits erwähnt hast. Der Inhibitor ist down, man schnappt sich jetzt auch ganz easy den Baron. Und das ist jetzt ein abartiger Vorteil für das Team von den Ducks. Penta muss jetzt was einverlassen. Sie haben mehr oder weniger das Glück, dass nur die Mitte gefallen ist. Ja, definitiv. Ja gut, was heißt nur die Mitte? Also man hat ja jetzt auch noch den Baron bekommen. Den Dragon, ja, den kann man sich jetzt noch sichern mit Pentaspores. Das sollte gar kein Problem sein. Da gehen sie jetzt auch hin, ist überhaupt kein Problem.
Aber das reicht halt nicht. Man hat jetzt immer wieder konstanten Druck auf der Midlane durch die Super Minions. Das heißt, man kann sich mehr Richtung Top oder Richtung Bottom konzentrieren und kann somit natürlich auch da auf den Underlanes wieder mehr Druck machen. Gerade jetzt mit dem Baron Buff, der ist super stark. Richtig, und Penta muss natürlich schauen, dass sie jetzt von den Teamfights her gut arbeiten. Wie gesagt, sie sind ein sehr, sehr starkes Team, müssen aber schauen, dass sie einfach die Leistung konstant durchbringen und natürlich wissen, okay, wenn wir reingehen, dann müssen wir natürlich schauen, dass unsere Teammitglieder irgendwie folgen. Gachuna war richtig lange im Fight, hat verdammt viel wegtanken können, aber es hat nichts gebracht, weil das eigene Team nicht in der Lage war, Schaden zu drücken, beziehungsweise Jedi selber ja vor dem Fight den Speer gefressen, damit quasi doppelt vorsichtig. Er hat ja auch bis jetzt noch kein Hourglass zur Verfügung, damit er ein bisschen Schaden kompensieren kann. Da ist Snow schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Und das wird jetzt richtig gefährlich. Mit dem Baron Buff zu belagern, was man ja immer kann, wo er eigentlich machen muss, und dann noch mit einer Pokémon-Position. Das wird jetzt richtig angenehm für die Ducks. Ja, das wird richtig angenehm. Also genau so wollen sie auch ihr Spiel haben. Sie sind jetzt auch hier auf der Botlane, man sieht. Und Nightmare sollte sich auch so langsam so dahin begeben. Ist dann noch relativ weit oben auf der Toplane. Gachuna, man sieht, er will jetzt auch auf die Toplane ein bisschen verteidigen. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Sie müssen jetzt gucken, dass sie den Botlane-Turret auch da halten können. Natürlich noch die Möglichkeit, mit dem Teleport zu arbeiten. Gerade Gachuna ist da ein Vorteil. Nightmare nicht. Also er muss wirklich seine Füße in die Hand nehmen. Man hätte Phantom Joe so ein bisschen auf eine Solo-Q-Mission schicken können und sagen, okay, du kannst jetzt hier den Top-Lane so ein bisschen belagern. Er kann sich ja gegen Gachuna relativ lang behaupten, wobei mit dem Blade of Ruin King wird er einen längeren Fight offensichtlich verlieren. Turm ist drauf. Phantom Joe tankt das ganz, ganz entspannt weg. Mit dem Omen ist das überhaupt kein Problem. Nun ist man hier zu fünft und das wird jetzt richtig unangenehm. Ein Speer nach dem anderen wird erstens fliegen und immer wieder müssen noch Teammitglieder zur Mitte rotieren und die Minions abhalten. Ja, weil da kommen immer wieder Super Minions. Man sieht auch, Gachuna ist jetzt momentan sogar noch am Red Buff, also er ist da auch noch meilenweit davon entfernt und auch Sunny mit seiner Range könnte immer wieder. Gut, Jelly versucht jetzt hereinzugehen, wurde aber sofort genommen und damit auch abgerissen. Das ist natürlich ärgerlich, wenn der AP Carry bereits fehlt. Gachuna will noch einiges wegtrinken, ist aber wieder ganz alleine. Muss ich da zurück den Double Kill nun hier für Nightmare draußen? Er bohrt sich hier wieder durch. Das ist eine super Frontline, die sie gerade aufbauen. Sind schon das hier ganz einfach ewig lang getankt werden kann und Snow mit den präzisen Sperren holen sich hier das Ace und damit auch das erste Spiel nach 36 Minuten. Es hat super träge angefangen, muss man sagen, aber ein Fight hat hier wirklich den Team von Penta massiv das Genick gebrochen und sie konnten dieser Kombination ganz einfach nicht standhalten. Vor allen Dingen heftig, wie schnell einfach Jelly, er war einfach in Sekundenbruchteil war er weg, er konnte nicht mal mehr seine Distortion benutzen, er war einfach sofort tot, also wow, echt super, super gemacht von TikTok und Duck. Ja, ich glaube sogar, dass er sofort gestunt wurde von Phantom Joe. Er hat natürlich ein bisschen weniger Leben gehabt und er stand ja einfach da und Jelly, der platzt da einmal. Der ist butterweich, wie es quasi schon der Name vermutet. Und das ist super, super unangenehm. Man hat den Fight gesucht. Ich denke, das ist auch eine gute Entscheidung gewesen. Man will sich nicht poken lassen, gerade mit dem Baron. Aber das ist natürlich so eine zwiespältige Situation. Entweder wir engagen nicht, weil die Rolle heißt, niemals gegen Baron engagen. Aber wenn man das nicht macht, verliert man einfach den Inhibitor mehr oder weniger for free. Ich denke, das war eher mehr Verzweiflungstat als bewusste Strategie. Ja, also man muss hier wirklich auf Teufel komm raus irgendwas versuchen. Also man weiß ja, wie du schon gesagt hast, man darf sich nicht poken lassen. Aber auch im direkten Kampf waren sie jetzt einfach schwächer, weil Phantom Joe war super stark, Baron Buff, der Stun kam direkt auf Jelly, also er war in Sekundenbruchteilen weg einfach. Und wenn Jelly weg ist, der AP Carry, der ja auch dessen Aufgabe ja auch wirklich ist, einfach jemanden sofort rauszunehmen, dann ist das sehr, sehr schwierig. Genau. Da muss man natürlich schauen, wie man dann auch später reagiert. Wie gesagt, Penta weiß jetzt alles klar. Die Ducks haben sich erholt. Ne? Wer konnte davor immer Siege erzielen? Das hat aber noch quasi nichts ausgesagt. Und ich denke auch, ein kleines bisschen Schuld ist einfach nur, dass man während der Bann- und Pick-Phase wahrscheinlich einfach nicht richtig vorgegangen ist. Eine Nidalee ist einfach ein super nerviger Champion. So, und wir machen Folgendes. Wir geben jetzt hier nochmal ganz entspannt in die Werbung ab und werden natürlich schauen, dass sich hier vielleicht Penta erholt von der ganzen Sache.